Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Und jetzt geht es darum, dass wir über den Menschen uns bewusst machen, wie sich das alles entwickelt hat. Über das Wunderleben, über natürlich den Menschen. Denn jetzt, wo das Nichts alles erschaffen hat, wo das Nichts das ganze Leben, wo diese eine Kraft das ganze Leben hervorgebracht hat, es ist wichtig zu verstehen, wie die Menschen entstanden sind. Aus diesem Komplex, wie alles entstanden ist. Mach es dir bewusst jetzt. Wenn du jetzt erkennst, dass diese eine Kraft einen Teil von sich zugelassen hat, sich zu erfahren, in dieser eine Punkt, wo sich dieser eine Punkt ausdehnte und dieses Universum entstand und wir ein Teil dieser eine Kraft sind, und so entstand auch die Menschen. Und ich habe dir gesagt, bevor es eine Evolution gab, gab es eine Involution. Und am besten das zu verstehen, ist es wichtig, dir die nächste Lektion anzuschauen. Und da haben wir zum Beispiel von Mario Walz das E-Book Die Schöpfungsgeschichte 3.0. Da wird es genau da beschrieben, wie Involution genau passiert, dass du genau dieses Wissen aufnimmst, weil ich kann es nicht so rüberbringen, wie er das macht. Deswegen ist es wichtig, dass du, und wir haben sehr viele andere Experten hier in diesem Kurs, damit du dieses Wissen von anderen Leuten wirklich in dich aufnimmst, damit du absolute Klarheit hast. Und so sind die Menschen entstanden, und zuerst war es eine Involution, bevor es eine Evolution gab. Das heißt, jetzt befinden wir uns in einer Art Evolution. Das heißt zum Beispiel, dass du erkennst, dass du zum Beispiel 2% von deiner Kraft eingeschaltet hast. Und es ist schon erstaunlich, was wir mit 2% schon erreichen können. Denk da mal, wenn diese Evolution sich jetzt ausweitet, wenn du 3% entwickelst, 5%, 7%, so wie Einstein gesagt hat, der Unterschied zwischen mir und dir ist, ich benutze 7% meines Potenzials, du benutzt noch 5. So hat er das formuliert, ungefähr so. Und da musst du die Wahrheit erkennen. Erkenne bitte die Wahrheit, dass es genau so ist. Das heißt, wir sind nicht am Ende unserer Entwicklung, wir haben ja gar nicht angefangen. Weil bis jetzt waren wir gar nicht bewusst, dass wir der Schöpfer unserer Realität sind, weil wir der Verursacher unserer Realität sind. Und so erkennen wir, dass alles so seinen Sinn hat hier auf der Erde. Nichts passiert zufällig. Und so verstehen wir, dass der Homo sapiens, das ist der nicht verbundene Wesen. Der Homo sapiens ist der, der sich nicht erkennt. Das ist der Verstandeswesen, Homo sapiens. Das sind die Entwicklungen der Menschen. Und jetzt entwickelt sich der Homo sapiens weiter und ich nenne das Homo Chryseus. Und Homo Chryseus ist einfach der verbundene Wesen. Das hat uns Jesus zum Beispiel gezeigt. Er ist als Christus, hat sich als Christus weiterentwickelt. Und genau das passiert jetzt mit uns, dass wir in dieses Bewusstsein kommen, wo wir uns wieder verbinden, wo wir dieses Bewusstsein wieder erlangen, wer wir sind und was für Möglichkeiten es gibt, um unser Traumleben zu leben, unsere absolute Freiheit. Und nimm dir diese Informationen von dieser Schöpfungsgeschichte wirklich in dich auf. Und mach es mit der zweiten Woche jetzt weiter, wenn du wirklich das verinnerlicht hast, damit du erkennst,
wie das genau zusammenhängt, wie die Entwicklung hier auf der Erde die letzten Tausende von Jahren, die letzten Millionen von Jahren, wie die zustande ist. In dieser Schöpfungsgeschichte 3.0 wird genau das erklärt. Und es ist wichtig, genau in dieses Bewusstsein zu kommen und absolute Klarheit zu haben, wie das genau funktioniert. Und wie gesagt, aus diesem Nichts hat sich das alles entwickelt und es entwickelt sich immer weiter. Das heißt, der Gott oder diese eine Kraft erfährt sich durch dich als du selbst. Und es ist wichtig, dass du jetzt Verantwortung übernimmst, 100% Verantwortung für dein Leben, dass du schaust, was will sich diese eine Kraft durch mich, was will ich erschaffen, was will ich erfahren. Denn es ist wichtig, dein Leben zu leben. Und so erkennen wir, wie einfach alles ist, wie sich das alles für eine natürliche Entwicklung, eine natürliche Evolution, eine natürliche Leben. Es ist einfach ganz einfach. Und das geht zu verstehen. Und wie gesagt, nehmt ihr wirklich die Informationen von dieser Schöpfungsgeschichte 3.0, damit du für dich dir bewusst machst, was bedeutet genau Involution. Das heißt, du musst es genau erkennen, was bedeutet genau Involution, was bedeutet genau Evolution. Ich will das jetzt hier in dieser Lektion nicht erklären, weil solltest du so selbst ein Bild dafür machen. Denn es ist wichtig, dass du diese Klarheit hast. Wenn wirklich danach noch Fragen gibt, schreibt bitte in unsere Community oder schreibt uns an unsere E-Mail-Adresse premium@millionäruniversity.com an unser Support, damit wir dir genau die Antwort geben, wenn du noch nicht absolute Klarheit, wenn du noch nicht Bescheid weißt. Dann ist es wichtig, wie gesagt, mach bitte nicht die zweite Woche, wenn du es nicht wirklich diese erste Woche verinnerlicht hast, wenn du nicht verstanden hast, wie die Menschen entstanden ist, wenn du nicht verstanden hast, wie sich alles entwickelt hat. Denn es ist wichtig, das alles wirklich zu verstehen, wirklich in dein Leben zu integrieren, weil wenn du es wirklich verstehst, wie alles angefangen hat, ne, wie sich alles entwickelt hat, dann ist alles ganz einfach. Dann weißt du, wer du bist, dann brauchst du nicht mehr arbeiten, dann, weil du weißt, du bekommst ja alles. Weil du dir das wert bist, weil du der Schöpfer bist und du bekommst das, was in dir ist. Und dir geschieht nach deinem Glauben. Und das, was du glaubst, ist für dich Gesetz. Das musst du dir verinnerlichen. Das, was du glaubst, ist für dich Gesetz. Wenn du glaubst, du kannst das oder du bekommst einfach so, dann bekommst du es einfach so. Aber wenn du glaubst, nein, wie soll das gehen oder ich kann das nicht, ja, dann wirst du genau das erleben, dass du das nicht kannst. Mach es dir bewusst. Mach es dir bewusst, wie einfach alles ist. Deswegen lebe ich ja zum Beispiel schon seit über 10 Jahren diese absolute Freiheit. Weil ich genau dieses Wissen verinnerlicht habe. Genau dieses Wissen. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wie alles angefangen hat. Ich weiß, wie das alles entstanden ist. Und weil dieses Wissen in mir ist, und es wirklich verinnerlicht ist, dann lebe ich genau das. Und wenn ich weiß, dass ich der Schöpfer meines Lebens bin, ja, dann weiß ich, ja, ich bekomme ja alles, was ich brauche, ganz natürlich. Dann schaut euch die Vögel an. Die ernten nichts, die sehen nichts und doch haben die alles, was sie brauchen. Und was ist mit dir? Und das meine ich ja, damit ins Bewusstsein zu kommen. Und genau das passiert in diese 8 Wochen. Du wirst so in dein Bewusstsein kommen, damit du wirklich absolut frei bist, damit du wirklich dein Leben lebst. Deine Programme, dass du schaust, da, welche Programme will ich erleben, welche Erfahrungen will ich machen. Denn es geht jetzt um dich, deine absolute Freiheit, mein Lieblingswort. Also, es ist wichtig jetzt, diese eine Woche wirklich zu verinnerlichen und wirklich dieses Wissen dann zu leben, damit du weißt, wie alles funktioniert. Und so gehen wir Schritt für Schritt. Und bitte mach nicht den zweiten Schritt vor dem nächsten Schritt. Jetzt ist es wichtig, dass du absolute Klarheit hast,
Also schreib in unser Chat rein, wenn wichtige Fragen noch sind, damit du wirklich absolut klar bist. Und mach dann bitte weiter, wenn du das Wissen hier für diese erste Woche wirklich verinnerlicht hast. Ich bedanke mich also bei dir für deine Zeit, für dein Sein und wir sehen uns im nächsten Video. Dankeschön, ciao.